EU hat ja auch quasi einen 10-Punkte-Plan erstellt. Da wird die Belastung von jedem EU-Land geschaut und demnach versucht, Geflüchtete zu verteilen, Herr Holt. Nach diesen Berechnungen ist Polen am stärksten belastet, gefolgt von Österreich und Tschechien. Wir in Deutschland stehen an achter Stelle. Da ist Platz, sage ich mal. Das heißt, es wird noch viel auf uns zukommen demnach. Also vielleicht noch mal kurz zu dem, was die beiden Damen da so gesagt haben. Das klingt irgendwie so, als wir haben das alles im Griff und das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, das muss man schon mal noch mal bemerken, dass es alles andere als selbstverständlich ist. Natürlich haben alle Behörden, glaube ich mal, und auch die Hilfsorganisationen aus den Erfahrungen von 2015 lernen können und natürlich die Erkenntnisse jetzt auch anwenden können. Aber ich finde schon bemerkenswert, wie schnell insbesondere die Kommunen reagiert haben. Die Vorlaufzeit war ja doch relativ gering, und wie schnell sie da Koordinierungsstellen, Notunterkünfte und ähnliche Dinge etabliert haben, so dass es eigentlich wirklich erstaunlich, muss man sagen, erstaunlich gut läuft. Weil es ist ja nicht so, dass das eine 1:1-Situation ist wie 2015, wo man einfach eine Blaupause drauflegen kann. Wir haben tatsächlich Menschen, die ganz anders zusammengesetzt sind, nicht der Einzelmensch, sondern die Gruppen natürlich. Wir haben nicht mehr die alleinreisenden Männer, sondern wir haben Familien ohne Männer. Ja, wir haben Frauen mit Kindern, mit Omas, mit Hund teilweise. Ja? Da habe ich Notunterkünften, so ganz banale Probleme. Ich kann nicht fünf Familien mit fünf Hunden in einem Schlafsaal übernachten lassen, weil die Hunde dann keinen schlafen lassen nachts durch ihr Gebell und ähnliche Dinge. Also ich finde, es ist schon bemerkenswert, auch wie schnell der Freistaat mit dem Maßnahmenpaket da unterstützt, die Hilfsangebote bündelt, auch die Informationsangebote bündelt. Also das klappt so eigentlich richtig gut, selbst wenn es von oben her mal, da sind wir nochmal kurz bei der Verteilung, nicht klappt. Also ich weiß aus meinem Landkreis zum Beispiel eine Geschichte, dass Samstagnacht um 2:30 ein Bus ankam und vor dem Rathaus gehupt hat, voller Flüchtlinge, der aber nicht angekündigt war. Und dann hat man einfach Landratsamtsmitarbeiter nachts um 2:30 am Wochenende rausgeklingelt und es hat alles sofort funktioniert. Bis nachts um 3, 3:30 waren die alle versorgt, waren die untergebracht in der Notunterkunft, obwohl nichts vorbereitet war, weil man nichts davon wusste. Tatsache war, dass dieser Bus eigentlich wo ganz anders hätte hinfahren sollen. Der hätte gar nicht nach Bayern, sondern ich glaube nach Niedersachsen fahren sollen. Also es klappt teilweise weiter oben nicht. Die Verteilung innerhalb Deutschlands, glaube ich, da ist der Bund schon noch gefordert, das zu verbessern. Ich bin ja froh, dass man sich auf den Königstein der Schlüssel jetzt wenigstens geeinigt hat, damit wir zu einer fairen Verteilung kommen. Aber auch das ist jetzt nicht so einfach, dass man sagt, naja, man legt Zahlen fest und danach funktioniert es dann schon. Weil wir, das hat die Landrätin ja gerade schon erklärt, weil wir einen Großteil der Flüchtenden haben, die sich erstmal gar nicht registrieren lassen, weil sie sich gar nicht registrieren lassen müssen, weil sie auf rein privater Basis mit ihrem Pass, wo sie 90 Tage bleiben dürfen, kommen und bei Verwandten oder Bekannten unterkommen. Aber in dem Moment, wo die dann doch Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen wollen, wenn sie sich registrieren lassen, dann kommt dann natürlich die Frage auf, ja, dann müssen die natürlich auch von dem Königstein der Schlüssel mit aufgeführt werden. Also es ist relativ kompliziert und deswegen bin ich schon ganz froh, dass es eigentlich so gut klappt. Über ein paar Dinge, die noch nicht so perfekt klappen, die teilweise eher technischer Natur sind, können wir vielleicht nachher noch sprechen. Aber Sie haben mal gefragt, wie es EU-weit ist. Ja, aus meiner Sicht ist es ja ein Kern der EU, dass wir gegenseitige Solidarität zeigen, dass wir uns gegenseitig helfen, sich nicht weg duckt in solchen Situationen. Es ist im Grunde natürlich schon so ein kleiner Treppenwitz der Geschichte, dass jetzt genau die Länder, die sich teilweise lange weggeduckt haben bei anderen Flüchtlingswellen, dass die jetzt am meisten gefordert sind. Aber umso schöner finde ich, dass die europäische Idee offensichtlich in so einer Situation wiederbelebt wird und dass diese Staaten jetzt tatsächlich sich nicht mehr wegducken, sondern dass die ihre Aufgabe annehmen und die größte Last tragen. Das sind eben die westlichen Anrainerstaaten, allen voran natürlich Polen, Rumänien, Moldau natürlich, Slowakei. Ich finde es beachtlich. Und manchem, der bei uns vielleicht zu maulen beginnt, muss man auch mal klar machen, um wie viel größer die Last zum Beispiel in Polen ist. Ja, da ist es eigentlich wirklich Kleinkram, kann man nicht sagen, weil es viele menschliche Schicksale sind. Aber es ist etwas, was wir mit unserer Stärke, denke ich, relativ, also deutlich leichter bewältigen können als ein Land wie Polen. So, die dürfen wir jetzt natürlich auch nicht allein lassen, wenn sie,
wenn die sich schon so bemühen. Und deswegen bin ich auch froh, dass es diesen 10-Punkte-Plan gibt. Wir waren ja über viele Jahre eigentlich in Europa, in der EU, was die Asyl- und Migrationspolitik betrifft, tief gespalten. Und für mich ist es eine Chance, dass wir jetzt tatsächlich auch zu einer längerfristigen Lösung kommen, unabhängig von der aktuellen Situation, dass wir eine Solidaritätsplattform oder Solidaritätsform eigentlich für Flüchtlinge innerhalb der EU entwickeln. Jetzt haben Sie mich trotzdem neugierig gemacht. Was ist da das Problem mit der Technik, das Sie angesprochen haben? Naja, also was schon noch verbesserungsfähig wäre, wäre tatsächlich das Tempo der Registrierung, wofür die Landratsämter und die kreisfreien Kommunen überhaupt nichts können. Also es geht ja zuerst einmal um die Anmeldung bei den Einwohnermeldeämtern. Das funktioniert in der Regel super, prima, ganz schnell. Dafür sind die Kommunen zuständig. Aber bei der Registrierung geht es natürlich auch erstens mal um Gesundheitsthemen. Man muss eben, man hat es gerade schon gehört, Corona-Tests machen. Wir müssen auch andere Tests machen, weil andere Krankheiten da durchaus möglich sind, dass die eingeschleppt werden, bis zum Masernschutz und ähnliche Dinge. Und dann haben wir natürlich aus 2015 gelernt, dass wir nicht wollen, dass Menschen zu uns kommen, von denen wir dann die Identität auch nach längerer Zeit noch nicht verlässlich festgestellt haben. Deswegen haben wir dieses PIC-System eingeführt. Das heißt, es wird von jedem, werden eigentlich 10 Fingerabdrücke genommen und ein biometrisches Bild wird angefertigt. Und dadurch dauert es leider sehr lang. Das dauert je nach dem, wie sehr man in der Übung ist, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde pro Person. Das heißt, dass ich eigentlich mit so einem Gerät, von dem viele Landratsämter dann nur eines haben, weil einfach die Hersteller nicht nachliefern können in der Situation, dass ich an einem Tag also bei weitem nicht so viele Menschen registrieren kann, wie ich es will. Das hat wiederum die Folge, dass solange die nicht registriert sind, habe ich wieder die Schwierigkeit der Asylbewerberleistung. Also es sind ja keine Asylbewerber, aber sie haben Anspruch auf die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dann müssen die Sozialämter einspringen. Dann habe ich wieder eine Behörde, die damit befasst ist. Also da entsteht eigentlich eher durch technische Gründe. Und die technischen Gründe sind jetzt nicht nur dieses System. Die technischen Gründe sind oft auch, dass schlicht und einfach die Datenleitungen überlastet sind. Und da finde ich schon grotesk, dass ja an einem Tag, wo die Digitalministerin flache Witze über Faxgeräte macht, im Grunde die Datenleitung, die Digitalisierung in Deutschland und in Bayern noch nicht weiter ist. Ich glaube, das sind Punkte, wo wir schlicht und einfach besser werden müssen. Und da kann die Caritas nichts dafür, da können die Landratsämter nichts dafür, wenn die Datenleitungen zu schwach sind zum Beispiel. Ja, das sind ein paar so Gründe, wo man echt sagen muss, da kann man sicherlich noch besser werden, damit die Dinge schneller gehen. Je schneller die nämlich gehen, manche träumen ja davon, das muss alles in einem Aufwasch gehen. Ja, der Ankommende muss nur einmal zu einer Behörde. Das wird natürlich nicht funktionieren. Aber wenn er ein paar Wochen unterwegs ist, bis er mal alle Unterlagen hat, um Arbeiten anfangen zu können, zum Beispiel. Ja, viele sind ja so qualifiziert, dass wir sie sofort brauchen könnten, dass sie sofort arbeiten könnten, sei es in der Schule zum Beispiel, ja, in pädagogischen Berufen, im Pflegebereich und ähnliches. Da wäre es wünschenswert, dass die Menschen halt relativ schnell diese Gelegenheit kriegen, weil alle Formalitäten erfüllt sind. Nichtsdestotrotz muss man wirklich sagen, sowohl die bayerische Staatsregierung als auch die Kommunen und die Landkreise sind da extrem dahinterher, das alles so unbürokratisch zu machen, wie es geht.